Ja, hallo und herzlich willkommen hier beim Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme bei Schunk. Sie dürfen gern näher kommen und uns zugucken, weil wir Ihnen nämlich gleich in einer sehr eindrucksvollen Demonstration zeigen, wie leistungsfähig Schunk-Werkzeughalter nämlich tatsächlich sind. So ist es. Auf einem Bearbeitungszentrum von DMG. Und wie Schunk jetzt auf die immer weiter steigenden Anforderungen an die Technik reagiert, dazu wird uns der Herr Tobias Trautmann ein paar Fragen beantworten. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Vielen Dank. Und dann lege ich auch gleich mal los, nämlich mit meiner ersten Frage oder mit dem ersten, finde ich, sehr interessanten Punkt. Schunk hat ja jetzt das umfassendste Portfolio an Werkzeughaltern. Wen würdest du oder welchen würdest du empfehlen, wenn es speziell um die wirtschaftliche schwere Volumenzerspannung mit Schwerpunkt auf Fräsen geht? Da empfehlen wir ganz klar unser Tendo E-Kompakt. Das ist das erste Hydrodenspannfutter, das gerade im Vergleich zu ER-Spannzangen, Weldon-Aufnahmen, aber auch Warmschrumpffuttern einen deutlichen Vorteil dem Kunden bietet und hier einfach eine deutlich bessere Performance für den Kunden darstellt. Was macht Tendo E-Kompakt jetzt so überlegen? Es macht es deshalb so überlegen, weil es universell einsetzbar ist. Das heißt, ich kann es zum Bohren, zum Reiben, zum Gewinden, aber eben auch ganz massiv zum Vollgasfräsen verwenden und hier richtig großes Volumen zu sparen. Ja, und damit Sie jetzt nicht nur von uns zugetextet werden, geht es jetzt auch hier drin los. Und wir erzählen Ihnen einfach nebenbei immer so ein bisschen, was gerade passiert. Wir haben es gerade schon angesprochen, die hohe Qualität und Präzision von Tendo. Was darf man sich darunter genau vorstellen? Das heißt, das Tendo E-Kompakt ist ein Hydrodenspannfutter, was einen Rundlauf von kleiner gleich 3 μ bei 2,5 mal D gewährleistet. Es ist sehr gut, wenn es um die schwingungsdämpfende Eigenschaften geht, hat aber auch eine sehr hohe Radialsteifigkeit und kann somit in unterschiedlichsten Anwendungsfällen eingesetzt werden und hat beim Durchmesser 32 mm sogar bis zu 2000 Newtonmeter Drehmoment. Also wirklich optimal geeignet für die schwer zersparbare Volumenbearbeitung. Und wie kann der Anwender bei der Bearbeitung davon besonders profitieren? Der Anwender profitiert in erster Linie von der Geräuschminimierung, die das Hydrodenspannfutter gewährleistet, weil wir hier einfach durch die Hydrodenkammer die Vibrationen von der Maschine und aus dem Prozess nehmen können. Zum anderen von der wunderbaren Oberfläche, die sich auch aus dieser Eigenschaft ergeben und aber auch durch die Radialsteifigkeit, die hier das Auslenken von dem Fräser verhindert. Ja, dazu wollen wir alle ein paar Daten und Fakten wissen und Zahlen natürlich auch gerne. Also hier gibt es eine Studie vom Professor Dr. Fleischer. Er arbeitet am WBK, das ist das Institut für Produktionstechnik am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Und er hat mit seinem Team eine unabhängige Studie durchgeführt und sie konnten dabei ermitteln, dass unser Tendo EC Hydrodenspannfutter im Vergleich zu Warmschrumpffutter eine Standzeit für die Werkzeugverbesserung von bis zu 300% erreichen konnte. Das heißt, da kann der Kunde wirklich massiv Geld sparen, weil er einfach nur ein Drittel an Werkzeugkosten letzten Endes hat. Also bis zu 300% höhere Werkzeugstandzeit. Meine Damen und Herren, Sie haben es schon gehört, der Kunde spart viel Zeit und viel Geld. Das ist doch mal eine gute Sache, die sich auf jeden Fall lohnt. Genau. Ja, was Sie hier drin sehen, ist so eine Anwendung, wie sie auch tagtäglich tatsächlich in der Praxis vorkommt. Tobias, kannst du uns da ein bisschen was zu dem Fräsvorgang gerade erzählen? Sehr gerne. Wir bearbeiten hier einen Vergütungsstahl. Es ist ein 42 Chromo V4, hat eine Zugfestigkeit von 900 bis 1200 Newtonmeter pro Quadratmillimeter. Wir arbeiten hier trocken, haben für diese Bearbeitung in unser Tendo E-Kompakt einen Titan-Aluminid-Fräser beschichtet, Vollhartmetall mit Schaft eingespannt. Wir fahren hier mit knapp 3500 Umdrehungen pro Minute bei 2700 mm pro Minute Vorschub. Jetzt ist das ja eigentlich eine klassische Bearbeitung mit dem Messerkopf. Was ist der Vorteil mit dem Tendo E? Der Vorteil gegenüber dem Messerkopf: Der Messerkopf hätte in erster Linie zwar eine größere Fläche, die er einmalig zustellen kann, hat aber den Nachteil, dass er nicht diese Tiefenzustellung machen kann. Das heißt, hier sind wir mit einem Vollschaftfräser deutlich besser dran, indem dass wir die 20 mm zustellen. Somit können wir das gesamte Volumen, wenn man das gesamte Volumen betrachtet, was wir zersparen, deutlich schneller zersparen. Und wir müssen in der nächsten Bearbeitungsfolge, wenn es um das Ummanteln geht, nicht einen Werkzeugwechsel durchführen, sondern können hier mit der gleichen Schneide und dem gleichen Werkzeughalter in die nächste Operation gehen.
Also ein wichtiger Beitrag zu den bis zu 300% höheren Werkzeugstandzeiten. So ist es, genau, ah, ja. Das ist der Punkt. Ja. Die Werkstückspannung, die ist auch von Schunk? Die ist auch von Schunk. Hierbei handelt es sich um ein 6-fach Vero-S Nullpunktspannsystem, das uns hier Einzugskräfte am Werkstück bis 2,5 Tonnen ermöglicht. Was ist jetzt der Vorteil von Vero-S? Der Vorteil von Vero-S, es ist ein Wechselsystem, das ich in Sekundenschnelle bis zu 5 μ genau von der Position her wechseln kann. Und der Kunde kann dadurch bis zu 90% der Standzeiten einsparen, dadurch, dass ich eben so schnell wechsle. Das heißt, Vero-S nimmt eine zentrale Rolle in der stationären Spanntechnik von Schunk ein. So ist es. Und aus einer Kombination, aus bis zu 500 verschiedenen Kombinationen, können wir für den Kunden, egal ob das eine 3-Achs-, 4- oder 5-Achs-Bearbeitungsmaschine ist und vollkommen egal, was für einen Anwendungsfall der Kunde letztens auf der Maschine hat, diese Lösung abbilden. Die Basisfläche ist jetzt gerade fertig bearbeitet worden. Was sehen wir jetzt? Jetzt haben wir auf einen Titanium-Aluminid-Fräser eingewechselt, auch ein Vierschneider, Schaftdurchmesser 20 mm. Allerdings sind die Schneiden hier asymmetrisch angeordnet und Sie können es jetzt schon am Geräusch hören, dass wir jetzt deutlich leiser sind. Das heißt, hier machen wir Vollnutbearbeitung, vorne 7, hinten 12 mm tief, weil wir den Tisch schräg gestellt haben. Und das ist eben eine der Performance vom Zendo E-Kompakt, dass hier die schwingungsdämpfende Eigenschaft ganz maßgeblich auf den Prozess einwirkt. Das heißt, es schont Ihre Spindel, es schont Ihren Werkzeug, die Werkzeuge, die dadurch eine hohe Standzeit bekommen. Und letzten Endes generieren wir so eine super Oberfläche am Werkstück. Du hast es gerade schon angesprochen, wir sind also jetzt mitten in der Vollnutbearbeitung. Genau, mitten in der Vollnutbearbeitung. Wir haben 2 Nuten jetzt gerade durch. Wir machen jetzt noch einen Schnitt am vorderen Teil, wo wir auch nochmal mit der kompletten Fläche in das Material reingehen. Und können hier natürlich auch von der Rundlaufgenauigkeit profitieren, dass wir hier eine sehr schöne Geometrie abbilden können. Wie wird der Prozess dann abgeschlossen? Der Prozess wird jetzt zum Schluss abgeschlossen, indem wir jetzt nochmal auf einen 8-schneidigen Fräser wechseln, auch Titanium beschichtet. Dieser Fräser, den nutzen wir, um hier den Grat letztlich zu nehmen, haben nochmal eine seitliche Zustellung von 0,2 mm und bringen somit die letztliche Geometrie, die das Werkstück final haben soll, in Form. Und man kann damit auch eine wunderbare Oberfläche generieren, die der Kunde letztendlich am Werkstück benötigt und auch durch Zeichnungen oder Anforderungen einfach braucht. Wie ist es eigentlich? Wird da von Werkzeug und Werkzeughalter eine große Kraftübertragung gefordert? Beim Schruppen ganz klar. Beim Durchmesser 20 mm haben wir bis zu 900 Newtonmeter parat, die wir dort in den Prozess mit einbringen. Jetzt beim Schlichten geht es uns eher um die hohe Rundlaufgenauigkeit, das heißt diese kleiner gleich 3 μ und um das schwingungsdämpfende Verhalten, um hier wirklich diese präzise Oberfläche zu bekommen, dass das Teil quasi wie gespiegelt nachher aussieht und dass der Grat natürlich auch weg ist. Und ich glaube, mit dem Ende der Demonstration kommen auch wir zu unserem Ende, das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Deshalb möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank. Ihnen natürlich für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, Fragen entstanden sind, dann scheuen Sie sich nicht, die Schunk-Experten anzusprechen. Die beantworten Ihnen jede Frage gerne, gut und kompetent. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja.